Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute teile ich meine ersten Eindrücke mit von den Produkten, die ich ausprobiert habe. Da sind Produkte dabei von Catrice als auch von Trend It Up. Es sind nicht viele Produkte, aber ich wollte trotzdem euch die Produkte zeigen, die ich schon ausgetestet habe, ausprobiert habe und wie meine ersten Eindrücke zu den Produkten sind, die ich ausprobiert habe. Es sind 3 Produkte von Catrice und dann habe ich 4 Produkte von Trend It Up. Fangen wir mit Catrice an. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr gesund seid und wenn es nicht so ist, dann schicke ich euch ganz viele liebe Grüße, dass es euch bald wieder besser geht. Fangen wir mit den ersten beiden Produkten an. Das ist nämlich von Catrice die Care in Colors Lip Balms, die ja ganz neu in das Standardsortiment ja eingezogen sind. Die sehen so aus. Hier habe ich die 2 Farben mir gekauft. Das ist einmal die 020 Feeling Pretty. Und die andere Farbe, die ich mir gekauft habe, ist die 030 Bubble Friday. Genau, mit Shea Butter. Das ist ein feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam. Halt mit einem Hauch von Farbe. Das kann ich euch auf meine Hand drücken, zeigen, wie die aussieht. Oder ihr werdet halt nichts sehen, weil es wie gesagt ein farbiger, feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam-Produkt ist. Also ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist jetzt die Farbe 020. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schierer, feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam-Produkt. Dementsprechend gibt es nur so einen Hauch von Farbe. Gibt nicht viel von Farbe ab, sondern ist wirklich mehr so ein feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam-Produkt. Und dann zeige ich euch jetzt die andere Farbe. Davon werdet ihr auch nicht viel sehen. Also, weil wie gesagt, die sind sehr, sehr leicht von der Farbgebung her. Das ist diese Farbe hier. Die könnt ihr schon etwas mehr sehen. Das ist ein richtig schöner, natürlicher Roséton. Und die beide habe ich gerade auf meine Lippen drauf, beide gemischt. Also ich habe beide Farbtöne drauf und das ist halt das Ergebnis von den beiden Lippenprodukten. Wie gesagt, die sind sehr, sehr schier, aber auch sehr feuchtigkeitsspendend. Und wie gesagt, die geben nur ganz leicht Farbe ab. Aber dadurch sind die sehr, sehr gut für Anfänger geeignet und sehr gut für den Alltags. Also sind sehr alltagstauglich, würde ich sagen. Wer zwar ein Lippenstift, Lippenbalsam-Produkt haben will, der gleichzeitig feuchtigkeitsspendend ist, aber auch gleichzeitig etwas Farbe abgibt, so leicht Farbe auf den Lippen übertragen tut, dann sind die Produkte sehr, sehr gut geeignet. Und dann kommen wir zu den letzten Produkten von Catrice und dann kommen wir zu Produkten von Trend It Up. Da habe ich auch aus dem neuen Standardsortiment das Blush Effair Cream to Powder Palette. Das ist diese hier. Ja, ich weiß, also schon ein sehr, sehr knalliges Blush Duo. Hier habe ich die Farbe 020 Please Think Pink. Genau, das ist ein wirklich krasses Pink, würde ich sagen. Also hier muss man echt aufpassen, dass man nicht so viel Produkt auftragen tut auf den Pinsel. Also das ist die cremige Seite, das ist die pudrige Seite. Ich kann euch den cremigen Ton swatchen. Also wie gesagt, wie ihr seht, das ist echt Neon Pink. Also so auf den Wangen, wenn ihr den ganz leicht auftupfen tut, den Wangen sieht er nicht so intensiv nicht aus. Aber klar, ich habe jetzt auch viel Produkt verwendet. Also weil mit den Finger ist es immer noch etwas anderes, als wenn ihr es mit den Pinsel auftragen tut. Und dann kommen wir jetzt zu dem Puderprodukt. Also das ist jetzt das Puderprodukt. Also das ist schon, ja, sieht schon sehr intensiv aus. Aber wie gesagt, man muss wirklich aufpassen, wenn man das mit dem Pinsel aufnehmen tut. Also hier muss man echt wissen, dass die stark pigmentiert sind
und sehr intensiv sind. Das bedeutet, man muss ganz, ganz vorsichtig reingehen mit dem Pinsel, weil sonst habt ihr wirklich pinken Wangen nachher. Also hier muss ich wirklich aufpassen. Ich habe noch eine andere Variante mir gekauft. Das werdet ihr in meinem nächsten Haul, im Beauty Haul sehen. Da habe ich mir ein anderes Tuch gekauft. Diese peachige Variante. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer die hat. Die 030? Auf jeden Fall ist die etwas natürlicher. Und wie gesagt, sie ist so mehr ins dieses peachige. Aber die habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich habe noch genug andere Sachen, die ich ja gerade am Ausprobieren bin, die ihr demnächst im Video sehen werdet, wie meine Meinung dazu sind. Weil auch wenn ich in der letzten Zeit keine Videos noch nicht gedreht habe, trotzdem habe ich das eine oder andere Produkt trotzdem gekauft. So ist es nicht. Aber dementsprechend habe ich das eine oder andere Produkt, was ich jetzt ausprobiert habe, ausgetestet habe, in Anwendung habe. Und da werden einige Videos demnächst kommen, wo ich wirklich schauen will, wie ich das mache, weil ich möchte nicht, dass hintereinander meine ersten Eindrucksvideos kommen, weil ich habe ja auch noch andere Videoideen so in Planung, die auch noch in diesem Monat ich noch versuchen will, dass ich die auch noch hochlade. Aber mal schauen, wie sich das so einpendelt. Also da muss ich wirklich schauen, aber na gut. Das sind jetzt die Produkte von Catrice gewesen. Und jetzt kommen wir zu Trend It Up. Da habe ich nur aus einer Kategorie mir was gekauft. Ich muss sagen, irgendwie bin ich zurückgekommen auf Mono-Lidschatten. Ich weiß es nicht. Ich bin klar, ich verwende zwar auch noch gerne Lidschattenpaletten, aber die hauen mich nicht mehr so um, die Lidschattenpalette, die neu herauskommen. Weil die Palette, die rauskommen, die haben ein ähnliches Farbschema, was schon vor viele Jahre gegeben hat, und das stumpft dann einfach dann jemanden ab, und deswegen habe ich mir jetzt diese Monolidschatten gekauft. Das sind Farben, die ich wirklich verwende tue, und deswegen habe ich mich da jetzt auch mehr wieder eingedeckt mit Monolidschatten, weil ganz ehrlich, vor allem wenn man auf Reisen geht, ich möchte dann nicht meine Lidschattenpalette nicht mitnehmen, weil ich sowieso, wenn ich mal verreise, schmecke ich sowieso fast dieselbe Augen-Make-up-Looks. Warum soll ich da eine große Lidschattenpalette mitnehmen? Da reichen mir zwei verschiedene Farbtöne. Ein schimmrigen Ton und ein matten Ton. Und die Farbtöne zeige ich euch, die ich von Trend It Up mir gekauft habe. Das ist aus der Ultimate Eyeshadow-Reihe. Da habe ich einmal die 260. Das ist so ein Flieder lila Ton, also aber ein helles Flieder. Das kann ich euch zeigen. Also wie gesagt, das ist der Farbton. Ist wirklich ein schöner Basic Farbton zum Setten des Augenlides. Sieht sehr, sehr schön aus. Und habe auch schon das öfteres Mal verwendet. Dann habe ich einen matten bräunlichen Ton gekauft. Der sieht so aus. Das ist die 220. Das ist auch ein sehr, sehr schöner, tragbarer Alltagston, wie ihr sehen könnt. Sehr gut pigmentiert. Klar, mit dem Finger aufgetragen, sehen die immer sehr gut pigmentiert aus. Aber selbst auf den Augenlider sind die sehr farbintensiv. Also auf jeden Fall bei mir. Es kommt wirklich darauf an, auf welche Basis man den Augenlider man drauf hat. Dann kommen wir zu zwei letzten Lidschatten, das sind jetzt die so leicht schimmernden. Die Ultimate Eyeshadow Shadow Shine. Da habe ich einmal die 270. Das ist auch so ein bräunlicher Ton. Den habe ich auch schon des Öfteren verwendet. Also das ist ein wirklich schöner... Warte mal, zeige ich euch überhaupt den richtigen? Das ist dieser hier. Also wie ihr seht, das ist schon ein etwas dunklerer Braunton, der so leicht schimmrig ist. Aber das sieht man jetzt nicht in der Kamera nicht. Weil durch das Licht schluckt es einiges an den Schimmer, was es enthält. Sieht sehr, sehr schön auf den Augenlider aus. Also
Also ich bin bis jetzt von denen relativ zufrieden. Wie gesagt, das sind so erstmal so meine ersten Eindrücke zu den Produkten. Und dann das letzte Produkt habe ich die 280. Das ist halt so eher so ein hellerer Ton, so ein Champagner-Rosé, würde ich sagen, Farbton, der richtig schön aussieht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist dieser hier oben. Der sieht richtig schön aus. Also das ist wirklich ein schöner Farbton, der auch einfach mal für sich steht. Ich finde, ich habe den manchmal auch einfach so solo aufgetragen, ohne irgendwelche eine andere Farbe verwendet zu haben, weil der einfach sehr schön aussieht. Der hat so ein bisschen Farbe, der hat aber so auch leicht so ein bisschen Schimmer und man hat wirklich ein schnelles, fertiges Augen-Make-up-Look mit einer einzigen Farbe. Weil der ist sowohl matt, schimmrig, aber hat eine sehr, sehr schöne, tragbare Alltagsfarbe. Der sieht sehr, sehr schön aus. Ja, und das war auch das letzte Produkt für dieses Video. Ja, also das sind so die Produkte, die ich jetzt vor einiger Zeit schon längere Zeit ausprobiert habe, ausgetestet habe, in Anwendung hatte und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem Produkt. Aber wie gesagt, es sind so erst nur meine ersten Eindrücke. Mit der Zeit kann sich die Meinung sich immer noch ändern. Aber was ich bis jetzt mit den Produkten geschminkt habe und ausgetestet habe, muss ich wirklich sagen, bin ich relativ zufrieden. Ja, und an dieser Stelle beende ich auch das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann abonniert gerne meinen Kanal. Und dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, ob ihr das ein oder andere Produkt vielleicht selber zu Hause habt, schon gekauft habt, schon ausgetestet habt. Wie gefallen euch die Produkte? Wie gesagt, ich bin zwar noch Team Lidschatten Paletten, aber da, wenn ich mir eine wirklich kaufen würde, da muss dann auch alles stimmen. Nicht nur von außen, sondern auch von innen, dass ich wirklich sage, dass ich alle Farbtöne aus der Palette verwende. Selbst wenn da wirklich sehr tolle ausgefallene Töne drin sind. Ich würde die mir nicht kaufen, weil wenn ich weiß, dass ich mir daraus nicht alle Farbtöne nicht verwende, was soll das? Weil das lohnt sich dann nicht für mich, die dann zu kaufen. Dann kaufe ich lieber einzelne Lidschatten, würde ich sagen, die so ähnlich in die Richtung sind in der Farbfamilie. Wenn ich wirklich diese Farbe wirklich besonders finde, dann gucke ich erstmal online oder so, wo es die vielleicht so ähnlich gibt als Mono. Und dann dementsprechend kaufe ich lieber dann diese als ein einzelnes Produkt, als eine Palette zu haben, die ich überhaupt nicht in Anwendung habe, die ich nicht verwenden würde, sondern nur die drei, vier Farbtöne. Also deswegen, also bei Lidschatten Paletten ist es mittlerweile so, dass ich wirklich das so mache, es müssen alle Farbtöne mich irgendwie ansprechen. Und wenn die es nicht tun, nee, dann lasse ich das lieber sein und gebe das Geld dann lieber nicht aus. Also da hat sich das ein bisschen gewandelt. Also früher muss ich sagen, ich mag Lidschatten Paletten, das ist so keine Frage, weil die sind einfach praktisch. Man hat viele Farbtöne drin, man hat so einen guten Mix von matten, also schimmrigen Farbtönen, auch von verschiedenen Farbfamilien. Da ist auch drin, aber wenn es wirklich so der Eindruck ist, wenn du die anschaust und denkst, wenn du siehst, dass du die Farbtöne nicht alle nicht verwendest, dann lohnt sich es nicht, die nicht zu kaufen. Weil die dann einfach nur rumliegen würde in den Schublade. Ja, bevor das Video zu lange wird, beende ich jetzt das Video. Wie gesagt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Und dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!